Hallo, liebe Freunde des Dschungels. Ich melde mich hier wieder aus dem Versace Hotel an der wunderschönen Goldküste in Australien. Neben mir steht Sandra Steffel, die als erste aus dem Dschungelcamp abgewählt worden ist. Und ein junger Mann mit dem wohlklingenden Namen Enrico Negroni. Das klingt sehr italienisch, fast so schön wie Mangiapane. Und dein lieber Bruder Daniele, der ist gerade noch im Camp und auf Nikotinentzug. Leidest du mit? Ich leide mit, ja, natürlich. Ich als Raucher verstehe das natürlich, wenn man keine Zigaretten mehr hat. Muss aber sagen, jetzt so von Tag zu Tag bessert sich ja. Und wie wir heute mitbekommen haben, ist er wohl über den Berg und das freut uns. Wie ist mit dir? Du hast ja auch versucht, aufzuhören zu rauchen. Ja, 10 Stunden. Länger hat es nicht gedauert, aber die Solidarität war da. Ab in den Dschungel. Jetzt hat dein Bruder ja auch einen kleinen Unfall gehabt und hat sich verbrüht. Auch da kannst du mitfühlen, du bist Koch. Ja, da kann ich mitfühlen, das ist mir auch schon öfters passiert. Am Anfang nicht so schön, aber die Schmerzen vergehen ja ziemlich schnell. Ja, und bei der Situation im Dschungel, da überreagiert man auch mal ein bisschen. Aber die Schmerzen sind auf jeden Fall groß am Anfang, ja. Meinst du, dass dein Bruder vielleicht ein bisschen wehleidig ist? Nee. Möchte ich mal im Dschungel sehen. Ja, also hier Zigarettenentzug, kein Essen und so. Ich glaube nicht, dass der wehleidig ist. Ich glaube einfach, da kam alles auf einmal und das kam halt dann raus. Aber ist ja auch sympathisch. Ja. Auf jeden Fall. Wir fragen mal die Sandra. Sandra, du hast ja eine Woche mit Daniele im Dschungel verbracht. Wie hast du ihn denn erlebt als Mensch? Ja, ich durfte ihn ja gleich, wir waren ja am Anfang schon eine Gruppe und haben eine ganze Nacht miteinander in der Rattenhöhle verbracht. Also und sind da mal runtergesprungen, irgendwie von 50 Metern. Da habe ich ihn schon miterlebt und er ist ein super süßer, echt sympathischer Junge, total herzlich. Dann im Dschungel natürlich, er ist jung, ne? Dann nimmt man ihm die Zigaretten und es war schon schwierig für ihn, nur 5 zu rauchen, weil ich gehörte ja auch zu den Rauchern, wir haben ihn immer schön geteilt, damit er ein bisschen mehr kriegt, weil man schon gemerkt hat, es geht wieder los. Ja, und dann ist es halt ein bisschen stinkig ist er dann geworden. Aber ich wusste, wann ich ihm aus dem Weg gehen musste. Und ja, habe gehofft eigentlich jeden Tag, es gibt wieder Zigaretten. Aber ich finde es jetzt auch gut, weil er hat heute gesagt, er ist jetzt über diesen Suchtberg rüber. Er muss es jetzt durchhalten einfach. Vielleicht wird er rauchfrei. Und unser lieber Sydney, der kann wieder rauchen heute. Der ist nämlich als Zweiter abgewählt worden. Findest du es richtig? Ja. Ich freue mich so auf ihn. Wir waren ja so die Best Buddies im Camp und er wollte wirklich raus. Der hat andauernd gesagt, er geht und wir haben ihn aber echt immer überredet, bitte noch zu bleiben, weil er hat total gelitten. Er wollte zu seiner Frau und überhaupt, ne? Das war nicht so für ihn. Aber er ist so ein großartiger Typ, er hat uns so geholfen, er hat echt alles gemacht. Ohne den wären wir alle verdurstet dort. Aber ich freue mich so, dass er heute kommt. Kann es kaum erwarten. Wie genießt du deine Tage jetzt, die freie Zeit? Ach, das ist eine blöde Frage, oder? Ich meine, muss ich mal umschauen. Ich glaube, da gibt es einiges, was man sich anschauen kann und die Sonne kann man genießen. Ja, ich finde es ganz, ganz schön, muss ich zugeben. Tut mir leid für meine Mitcamper, aber mir geht's ganz gut. Sandra, vielen Dank. Dir noch eine schöne Zeit hier. Danke, und wir melden uns morgen bei den Dschungel News wieder.